Mann! Du warst auch mal Model, ne? Für die Gesichtswurst beim Metzger! Ach geil, der Yogi, 7-1 gegen Lettland, 138. der Weltrangliste. Die sind zwei Plätze hinter Borussia Glückauf, ne? Andi! Und ne, ich verstehe das nicht, wie man jetzt Vorbereitungsspiel so machen kann. Du gehst ja auch nicht Mathe-Abitur, sagst du, ah, ich nehme nochmal die Arbeit von der zweiten Klasse und bereite mich dann darauf vor. Gottes Willen, 7-1, ey, da klingelt bei mir irgendwas. 7-1, ne? Ein Erdrutschsieg wie so eine Rinderzüchterin aus Sao Paulo. Eine brasilianische Mutante. Andi! Dein Lieblingsfilm ist auch der Tesafilm, ne? Das ist ein richtig geiler Streifen. Ja, beim Yogi ist ja wichtig, dass die Räume gut besetzt sind, ne? Sag ich das hier zu meinen Jungs, streiten sie sich, wer ins Wohnzimmer darf. Ja, und der Yogi fordert ja auch mehr Tempo, ne? Haben wohl einige im Team Heuschnupfen. Mein Tipp an den DFB, ne? Schickt doch einfach die U21, ne, zur Europameisterschaft. Die sind schon Europameister und für die gibt's Einstellungen nicht nur auf dem Smartphone. Kevin! Boah, der ist so hohl, der hat letztens ein Mädel gefragt. Samstag mal einen Kaffee trinken, sie so, ich heirate Samstag, der Kevin, dann vielleicht am Sonntag? Ja, und Yogis Jungs sind ja jetzt in Herzogenaurach, ne, zum Trainingslager. Ich war mit meinen Jungs ja mal im Spreewald, ne, ist ja logisch, bei der Gurkentruppe. Ferdinand! Jogis Jungs sind bei Adidas untergebracht. Ne? Wenn da mal eingebrochen wird, ne? Da kommt von der Polizei bestimmt gleich drei Streifen. Hermann, du kannst so viel essen, wie du willst. Ne? Es gibt eh keinen Sommer dieses Jahr. Ja, und Freitag startet endlich die Corona-EM. Ne? Ist in diesen Panini-Sammeltütchen jetzt auch immer nur noch ein Spieler drin, wegen Abstand und so? Gibt auch neue Regeln bei der EM. Ne? Wenn sich ein Spieler mit Corona infiziert, dann muss das Spiel innerhalb von 48 Stunden nachgeholt werden. Ja, sicher. Ne? Quarantäneregeln eben mal von 14 Tagen auf 48 Stunden reduziert. Das ist bestimmt mit Karl Lauterbach abgesprochen. Andi, nur weil du das Seepferdchen-Abzeichen hast, heißt noch lange nicht, dass du gedient hast. Stefan, Bier ist jetzt billiger als Benzin, ne? Also fahr nicht fort, sondern sauf im Ort. So weiter mit den EM-Corona-Regeln, ne? Nach 48 Stunden müssen also 13 negativ getestete Spieler gemeldet werden. Hätte ich hier schon ein Problem. Wir sind ja immer nur 8. Ansonsten wird das Spiel mit 0-3 gegen das infizierte Team gewertet. Ne? Also ich glaube, Ungarn wird Europameister, ne? Hat nur ein Torwart auf dem Feld und nicht ein Spiel gemacht. Andi, deinen Pass benenne ich nach einem ausgehungerten Frosch Magerquark. Ja, Eröffnungsfeier ist ja dann in Rom. Ne? Ich glaube, dass dieses Jahr einfach so ein überdimensionaler großer Coronavirus ins Stadion geschwebt kommt mit dem Lied Corona grün, Corona grün, ich hab das Virus gesehen. Ne? Und für die Fans im Stadion gibt's Henkelpommes. Ne? Kannst mit deiner FFP2-Maske an Imbiss gehen und dann rein mit den guten Fritten. Kevin, boah, der ist so hohl, ne? Der hat sich letztens einen Pulli ausgezogen und als der Pulli über dem Gesicht war, ist er kurz eingeschlafen, weil es dunkel wurde. Ja, Eröffnungsspiel ist ja Türkei gegen Italien. Ne? Ich wollte gerade einen Witz über einen italienischen Hefeteigfladen machen, aber der ist zu flach. Ne? Im Stadion werden Sichtweiten unter 10 Meter erwartet, ne? Weil die türkischen Fans bringen im Fanblock bestimmt ihre Shisha-Pfeifen mit. Egal wie das ausgeht, Türkei gegen Italien. Ne? Aber ein Autokorso in jeder Stadt ist auf jeden Fall sicher. Stefan, wenn du nachts von der Arbeit träumst, ne? Dann schreibst du ja auch 6 Überstunden auf.